So, das wird jetzt Teil 2 Klimaschutz. Wir stehen hier vor meiner Haustür. Ich zeige euch noch mal kurz, damit ihr es einordnen könnt, wo wir herkommen. Das hier habt ihr schon gesehen, das war der Schottergarten, den ich euch vorhin gezeigt habe hier. Nein, gar nicht, das waren Steine. Hier, Warnung vor dem Hunde. So, und jetzt gehen wir meinen Schottergarten angucken. Eigentlich kann man sagen, das geht hier schon los, ne? Ihr Lieben, das ist einfach ein ungepflegter Garten. Und je länger das ich überlege und je länger ich diese ganzen Diskussionen verfolge, je mehr glaube ich, ich lasse das genauso. Und ich werde auch nicht anfangen, daran was ändern zu wollen. Aber wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht kriege ich von euch ja auch mal ganz tolle Tipps. Und ja, jetzt gucken wir uns mal, was aussieht. So sieht das vor mir aus. Also der Topf da, der gehört der Stadt Bad Harzburg. Und ich glaube, auch wenn mein Bürgermeister sich jetzt wundern wird, ich bin der Einzige, der das cool findet, dass der nicht gepflegt wird. Ja, und hier ist Schottergarten. Und mal gucken, wie lange das dauert, bis der Schottergarten zugewachsen ist. Ich werde es jedenfalls nicht verhindern. So sieht das hier ungefähr aus. Ja. So. Ja, so ist das. Und jetzt kommt, weil das ja durchaus ein Thema ist und viel über Geld geredet wird im Thema Klimaschutz, jetzt kommt ein Bereich, über den ich durchaus auch mal reden möchte. Ihr seht das im Hintergrund schon, das ist nämlich mein Dach. Das ist meine Photovoltaikanlage. Und das Haus ist extrem gut gedämmt. Und ich will nicht sagen, dass ich hundertprozentig autark bin. Das bin ich noch nicht. Aber es ist so, dass das, was ich im Moment noch an Gas verbrauche, bis die Wärmepumpe Ende des Jahres eingebaut wird, das kann ich im Moment von den Stadtwerken kriegen für den Strom, den ich einspeise. An der Photovoltaikanlage hängt eine relativ große Batterie. Und ja, da ich ja weiß, was das gekostet hat, möchte ich, dass wir die Diskussion über Klimaschutz an einer Stelle mal etwas normalisieren. Diejenigen, das ist Warnung vor dem Hund, was ihr da gerade hört, diejenigen, die entweder daran nicht mitwirken können im Moment, weil es einfach ein teures Vergnügen ist, oder diejenigen, die ja wollen würden, wenn sie könnten, aber entweder dafür sehr viel Hilfe brauchen oder es halt eben nicht können. Mit denen werden wir ab jetzt mal etwas mehr Verständnis haben. Mit denen werden wir ab jetzt freundlicher umgehen. Denen werden wir keine klimaschädliche Rede halten oder so, sondern denen werden wir einfach sagen, weißt du was, die, denen es gut geht, die sollen jetzt mal vorne weggehen. Die sollen mal aufhören, ihren Garten zu pflegen, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen und wenn es geht, vielleicht auch noch irgendwann, das fehlt bei mir auch noch, eine Wallbox. Und dann ihren Strom selber herstellen. So, warum habe ich das alles gemacht? Warum zeige ich euch das alles? Ich finde, wenn die ich sag mal, privilegiert sind. Ich fühle mich insofern privilegiert, dass ich nicht pleite gegangen bin daran, dass ich mein Haus und mein Grundstück so hergerichtet habe, wie es jetzt ist. Und bestimmt ging es mir zwischendurch auch mal schlecht. Die mich gut kennen wissen, das ging mir letztes Jahr sogar richtig schlecht. Aber die, die das können, die gehen jetzt mal voraus. Und die regen sich nicht über die anderen auf. Und die, die das nicht können, die regen sich aber bitte auch nicht über diejenigen auf, die sagen, ich mache das jetzt und ich will das jetzt. Ich werde in einem dritten Video zum Thema Klimaschutz mich mal äußern, was ich von unserer Regierung will und was ich, wie ich den Markt einschätze und so weiter. Aber das waren jetzt mal zwei Videos über meine Grundstücke. Über mein Grundstück, Entschuldigung. Und über die Art, wie ich damit umgehe. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Auf bald.